Moin, mein Lieben. Die Galagos-Ruinen sind ja relativ neu und ist auch ein bisschen kompliziert. Der ein oder andere mag da vielleicht was nicht verstehen, aber ich erkläre euch das im heutigen Video. Und wenn euch das Video hilft oder auch gefällt, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video. Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie gesagt, heute gucken wir uns Galagos an. Ich bin hier jetzt auf der zweiten Etage. Ich weiß nicht, wie hoch das geht. Ich sag mal so, die besten Spieler mittlerweile sind so auf 4. Also auf 4 geht es auf jeden Fall. Ich bin hier noch bei der zweiten. Ich habe auch einmal resettet. Dazu sage ich euch gleich dann noch mehr. Aber wir haben hier immer eine Map. Und die Map schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Wir haben hier, sage ich mal, so ein bisschen orangene Map mit so einem, sage ich mal, so mit so einem Kopf links an der Seite. Das sind quasi so Elite-Kampfgebiete. Da sind die Monster ein bisschen stärker und ihr müsst immer in einer Stage alle Monster clearen, bevor ihr die verlassen könnt. Und jedes Mal, wenn ihr eine Stage fertig habt, könnt ihr euch verschiedene Fähigkeiten für Summoner oder Monster aussuchen. Das wäre hier unten bei Status der Forschung, können wir dann gucken, welche Sachen wir uns gegeben haben. Hier zum Beispiel Effektziel Beschwörer, wir bekommen 4000 Flat Angriff dazu. Und so kann man sich dann in verschiedenen Ebenen den Charakter ein bisschen pushen oder auch die Monster pushen oder auch andere Fähigkeiten und sowas geben. Also hier unten könnt ihr sehen, was ihr euch zum Beispiel gegeben habt, also bei Status der Forschung. Dann gibt es noch andere Stages, ich sag mal hier mit dem kleinen Stern in der Mitte, das sind so Raum der Steinstatuen. Da habt ihr dann in dem Raum so links, rechts und geradeaus durch habt ihr da Steinstatuen. Manchmal ist auch in der Mitte eine, wo ihr euch dann Bonus geben könnt. Also auch wieder hier, was Status der Forschung betrifft, da könnt ihr euch drei von diesen Dingern aussuchen. Manchmal in höheren Ebenen sind es dann auch vier und könnt dann so euren Charakter pushen. Ihr könnt das auch taktisch benutzen, wenn ihr sagt, okay, die Ebene war schon schwer, aber ihr wollt die Belohnung haben, die es ja mittlerweile in dem Shop gibt. Könnt dann sagen, okay, ich nehme die mit, anstatt dass ich nochmal kämpfe, weil vielleicht schaffe ich das nicht. Und da habt ihr eine Stage quasi gewonnen. Sehr, sehr wichtig. Dann gibt es hier noch so welche mit Schatztruhen. Da gibt es dann, ja, antikes Galagonengewölbe. Da sind dann mehrere Chests drin, die ihr aufmachen könnt. Da sind dann Bücher drin, irgendwelche Crafting Materials oder auch anderes Zeug. Und es gibt noch diesen Händler hier. Den finde ich interessant, weil der verkauft auch Despair-Runen, also Stun-Runen-Sets. Der verkauft auch Schild-Runen-Sets, also die, wo wir eigentlich noch gar nicht farmen können. Verkauft der nette Herr hier. Und ich zeige euch das mal kurz. Er verkauft auch Runen, wie zum Beispiel diese Rune hier oben. HP-Prozent, aber auch als Flat-Stat-HP-Prozent. Die könnt ihr da auch kaufen. Ich habe 500 Gems für die bezahlt, weil ich es einfach mal testen wollte. Und ich finde, dass der Händler relativ gut ist, weil ihr könnt euch auch zum Beispiel eine Crit Damage Rune unten holen, mit dann nochmal Crit Damage als Substat. Und da habe ich Bock drauf und deswegen gehe ich eigentlich immer für diesen Händler. Aber die Kisten sind auch nicht so schlecht, weil da halt auch Bücher und sowas dabei sind. Dann habt ihr hier ganz normale Kampfstages, normales Kampfgebiet und ihr habt hier auch so einen Fallensektor. Ja, das seht ihr dann auch hier, da ist so eine Falle drauf. Da lauft ihr dann nur durch Fallen durch, keine Monster. Aber da müsst ihr dann auch schon gucken, wenn ihr das macht. Die sind gar nicht mal so einfach, dass ihr dann. Es gibt einen Bonus, wo ihr weniger Damage durch Fallen kriegt, 40 und auch 60%, dass ihr das dann nehmt. Und ansonsten haben wir nicht mehr viel. Wir haben dann hier noch so ein unbekannter Sektor, wo dann meistens eigentlich nur Mobs drin sind, die ihr dann auch umklatscht. Fast wie so ein normales Kampfgebiet, vielleicht auch noch ein bisschen Fallen oder sowas. Und dann seid ihr auch schon bei dem Bosskampfgebiet. So viel zu der Map. Da kommen dann in der ersten Stage ist es dann dieser Borobo, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der eine Boss, wo man Temporunen farmen kann. Und dieser eine Doktor ist dabei. Hier sind es dann zwei Doktor. Und das ist auch relativ easy. Der erste Boss ist ein bisschen schwieriger als der zweite. Und ja, so viel zu dieser Map. Ihr habt hier unten nochmal Season zurücksetzen. Einmal. Das heißt, ihr könnt einmal eure Monster komplett zurücksetzen. Ihr setzt auch die Stage zurück, in der ihr wart. Also ihr fangt wieder bei 1 an. Ihr könnt aber nicht mehr die Belohnung einfordern, sage ich mal. Hier gab es ja hier unten die Belohnung, die kriegt ihr nicht nochmal. Erst wenn ihr dann wieder höher kommt, wo ihr noch nicht geklärt habt, bekommt ihr wieder Belohnungen. Aber was ihr machen könnt, ist zum Beispiel wie ich hier, ich bin ja hier hoch zu dem Händler. Ihr könnt den Händler wieder benutzen, der verkauft halt auch LD-Rollen für 2000 Gems. Wenn euch das wert ist, könnt ihr die kaufen.
Und ihr könnt das alles zurücksetzen, wenn ihr sagt, okay, ich habe da und da einen Fehler gemacht, dann setzt ihr das zurück, könnt die Units nochmal benutzen und könnt dann einfach wieder versuchen, noch höher zu climben. Was meine ich mit Units benutzen? Wenn wir uns jetzt hier bei ausgewählt angucken, ich habe jetzt nicht so viele Units, ich habe halt generell nicht so viele, die Hälfte ist halt nicht mal geruhnt, da gibt es aber auch einen Trick. Ihr seht hier unten den Balken, bei Juno ist das jetzt relativ wenig, hier steht nicht mehr verfügbar, nicht verfügbar. Und hier auch. Und das heißt, ihr könnt nicht jetzt ein Team nehmen und komplett Galagos damit durchmachen. Das funktioniert nicht. Nach jeder Stage verlieren eure Monster so ein Stück von dem Balken. Und wenn der leer ist, könnt ihr das Monster nicht mehr benutzen. Deswegen, wenn ihr relativ gut durch die erste Stage kommt, nehmt ihr nicht eure besten Units. Versucht die so spät wie möglich zu benutzen, weil die Stages ja immer schwieriger werden. Und so habt ihr dann halt die guten Units zum Schluss. Aber wie gesagt, es gibt einen Trick, wenn ihr so wie ich nicht so viele Runen habt. Ihr seht, Galeon hat hier jetzt schon relativ gute Runen. Auch die ist hier bei 82k. Ihr könnt einfach rausgehen, die Monster einfach umruhen. Ihr baut jetzt ein Team für, sage ich mal, 2. Stufe in dem Galagos. Und ihr runt die dann einfach mit den Runen, wo ihr zum Beispiel Galeone hat. Ihr könnt Galeone jetzt nicht mehr benutzen als Beispiel, dann gebt ihr die Runen jemand anders und den könnt ihr dann benutzen. Das könnt ihr machen und so braucht ihr halt auch als Anfänger nicht so viele Runensets. Ihr nehmt einfach die von euren Mains und schiebt die woanders hin. Und so funktioniert das Ganze hier. Und wie gesagt, so wenn jetzt bei mir alle tot wären, ich hätte nur noch 3 und meine Galeone hat keine Runen mehr, dann swap ich die einfach. Ist ein wichtiger Tipp, gerade für mich. Ihr wisst, ich habe, oder ihr seht, das sind alle meine Units, die ich benutzen kann dafür. Und ich muss da auch Runen hin und her schieben. Also ist jetzt kein Drama. Im Großen und Ganzen haben wir dann auch hier noch Ordnung der Magie. Ich habe hier nichts reingemacht, weil das auch so für mich schon schwer genug ist. Ja, ihr könnt dann zum Beispiel hier 40% weniger Schaden machen. Oder wir bekommen 40% weniger Damage. Oh, mehr Schaden. Nicht weniger, mehr Schaden. Aber dafür kriegen wir auch 30% mehr Gold. Oder hier, wir verringern unsere Death um 50% und kriegen hier von den Handwerksmaterialien nochmal 30% extra. Wir verringern unsere Angriff um 40% und kriegen dann nochmal 30% mehr Gold oder 50% mehr, weniger HP. Und so gebt ihr euch quasi ein Handicap, kriegt aber dafür mehr Gold und andere Sachen, ja. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch eure Monster nochmal beeinflussen, kriegt ihr mehr von diesen Galagos-Münzen, wo ihr eintauschen könnt oder auch hier nochmal explizit nochmal Buffs auf die Gegnermonster hier in Galagos geben für mehr Loot. Aber ich sag mal so, wenn ihr relativ neu seid, macht das nicht. Selbst wenn ich jetzt 560 oder 600k hätte, würde ich mir hiervon keins geben. Ich würde den erstmal so durchmachen, um mich erstmal damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Wie weit komme ich und wann und wie kann ich die Bonus wieder wegnehmen, weil die kann man auch wieder wegtun. Und wann gebe ich mir die dann wieder, ja? Ansonsten haben wir hier noch den Galagos Shop. Und hier gibt es 3 Licht- und Dunkelheitsschriftrollen. Ihr könnt aber auch 10 Shards kaufen. Das heißt, nach 3 Seasons, die alle immer 2 Wochen gehen, also in 2 Wochen könnt ihr euch immer dieses ganze Zeug hier kaufen. Und dann habt ihr eine LD Licht- und Dunkelheitsschriftrolle für 4 bis 5 Sterne. Also auch nicht so bad, halt 3 Seasons, ne? Sind halt schon, ist halt schon ein bisschen länger als ein Monat, da kaufe ich mir lieber die 3 Licht- und Dunkelheitsrollen, aber was sehr wichtig ist, ist hier unten der Devilmon. Kauft euch auf jeden Fall den Devilmon, ich habe auch mal so eine Kiste ausprobiert. Ich finde das Einzige, was sich halt wirklich richtig lohnt, sind hier die LDs, die Veredelungskatalysatoren sollte man eigentlich mitnehmen und auf jeden Fall den Devilmon. Ansonsten gibt es ja nicht so viel dazu zu sagen, was ihr im Endeffekt kauft, bleibt euch überlassen. Ja, 2 Wochen Reset. Und im Großen und Ganzen war es das auch schon über Galagos. Ist ein bisschen tricky, ich versuche jetzt auch nochmal durchzulaufen, habe jetzt geresettet, das werde ich auch noch schaffen, den Boss werde ich schaffen. Und dann muss ich gucken, wie ich durch 3-1 komme, da wird es dann auch für mich ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Aber ich finde es halt wirklich schöner Content, 2 Wochen Reset auch sehr gut. Das heißt wieder alle 2 Wochen nochmal ein Devilmon, eine LD mehr. Wenn man es höher schafft, ist es halt noch mehr. Und ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich konnte den ein oder anderen helfen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Da sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.